Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Hier zurück in der verlassenen Mine, die nicht ganz so verlassen ist. Und die wird jetzt geradet. Hier knurrt was. Hier knirscht was. Oh, das werden wir uns jetzt mal angucken. Jetpack ein. Mal hier ein bisschen rumspringen. Hier oben können wir schon mal reingucken. Ja. Ich schieße hier mal die Tür auf. So, wie viele brauche ich? 9. Nein. Ist hier noch was? Ist hier was Verstecktes dran? Ne, ist nur eine Lüftungsanlage. Oben und unten zu. Ja. Dann gucken wir hier mal weiter. Hier geht's raus. Hier geht's rum. Draußen sind auch noch ein paar Mobs. Die blauen Kisten sind alle immer leer. Ja. Dann hier nochmal die Tür aufschießen. Alles schön erkunden. Und schick gemacht, oder? Hier so schön diese Lüftungsschlitze. Einwandfrei. Habt ihr schön gebaut. Sieht richtig, richtig cool aus. Hier auch alles leer. Ja, das sind diese typischen blauen Kisten. Davon werden wir ja noch mehr zu sehen bekommen. Das war das, wo wir gerade drin waren. Das war das. Da sind wir oben lang und dann runter. Und dann gehen wir mal hier unten rein. Mach mal wieder die allgemeine Arbeitsteilung. Nein, ich meine nicht, ich erzähle Blödsinn und ihr lauscht dabei. Nein, ich meine, ihr guckt schön auf die Minimap und sagt Bescheid, wenn ihr irgendwas findet. Irgendwelche Drohnen, damit mir hier nichts in den Rücken fällt. Und unseren schönen, hübschen Lutz kaputt macht. Und wieso ist das hier rot? Und wieso habe ich Hunger? Dann sollte ich vielleicht nochmal, halt, Shift rechts, eine Dose naschen. Sprengstoff könnte ich mir gleich mal in die Leiste ziehen. Munition habe ich noch ein wenig, ja. Ich sage es mit der Minigun-Drohne und da kommt sie schon. Na, bringst du mir Ressourcen mit? Was? Ja, so geht das auch. Mach mal ein Duell. Nächste Klaus. Hupf mal ein bisschen weg. Wo trippelt's denn hier noch? Ach, das ist unten drin. Ja, hört ihr das auch? Das wird viel Spaß machen. Ja, ja, hoffe ich. So, dann. Hier tippe doch noch was. Bringe ich das erstmal wieder weg? Kommst du ein oder fliegst du weg? Nee, das scheint so, als wenn du wegfliegst. Ja. Dann gucken wir jetzt vielleicht mal da unten rein. Oh, Alter. Das Gequietsche. Oh, ist das nicht herrlich, hä? So, dann probieren wir mal den Sprengstoff. Aus dem gucke ich rein. Scheint nichts dran zu sein. Klunk. Waffe in die Hand. Hab ich nachgeladen? Natürlich nicht. Ne. Oh. Das trifft sich. Ich glaube, ich bin die eben runter aufgeschossen.
der ist schon mal weg. Und beim nächsten muss ich schon auch immer schön nicken. Machst du fein, machst du richtig. Mhm. Wo stehst du? Dort. Du stehst? Oh, Versammlung. Gibt's denn hier was? Mhm. Hab ich da noch einen gesehen? Nein. Aber hier, aber hier, aber hier. Na komm. Hm, ein bisschen schräg positionieren hier. Ich könnte natürlich auch. Noch ein bisschen Blut verschmeißen. So. Da geht doch viel Munition rein. Meine Fresse. Gut, du bist weg. Kann ich dich von hier aus auch machen? Hui! Ach, hat er wieder keine Munition mehr. Nachladen. Ja, so hätte ich es auch gleich machen können. Mehr. Aber eigentlich geht es ja auch hier oben lang, ne? Och, yeah. Wie viele seid ihr denn noch? Hui! Seht ihr auch, wie hässlich die sind? Ich will die gar nicht machen. So, hier ist. Was? Hab ich da gerade noch einen gesehen? Ja, nein, vielleicht. Na klar, hier tappelt auch noch was. Ich auch mal. Da ist mal richtig dick was drin. Boah. Ich glaube, ich muss da auch noch meine Finger reinhalten. Bäh. So, hier geht's hoch. Treffe ich das im Notfall? Das ist ein bisschen eng. Und hier unten wollte ich doch noch gar nicht rumspringen. Oh, hier unten quietscht auch noch. Pfui. Hier quietscht es ja überall. Und hier? Okay, von hier kommt hier also. Ach, da oben ist der nächste. Nachladen. Ich auch weg. Hui. Nachladen. Was? Ja, an den Treppen scheinen die noch ein bisschen verletzt zu sein. Nachladen. Oh, das ist ein Munitionslastig. Nick. Ah,
das sind Geräusche. Ich will. Da hätte ich mir doch glatt was eingefangen. Eine Lenkwunde auf der Schelle. Von einem Albtraum. Ja, wie im Albtraum sehen sie aus. Da habt ihr recht. Oh, Alter. Und hier noch? Nein. Ja, Fahrstuhl nach unten. Nee. Nehme ich jetzt noch nicht. Ich komme doch hier völlig durcheinander. Und überhaupt, wo geht's denn hier hin? Ich habe sie schon mal clear gemacht, falls ihr euch fragt, aber im Moment weiß ich das gar nicht so auswendig. Was? Ihr habt mich nicht gewarnt? Achso, ihr konntet sie ja noch gar nicht sehen. Das war jetzt wieder Zufall, aber wieder Zufall so will. Genau, in dem richtigen Moment komme ich hoch, ja. Ach, eine kurze Flaschenaufpause. Dann nehmen wir dir hier gleich mit. Weh, du ballerst auf den Lutz. Oh, weh. Ja. So. Haben wir dich auch vom Himmel gefegt? Mal eine Bandage nehmen, dann kann ich auch gleich mal was zu essen nehmen. Oh, hast du mich noch gar nicht gesehen, ne? Nee, hab ich Schwein gehabt. Kurz sagen, hab ich mal Schwein gehabt, aber nein. Ich dachte doch, da ist was. Gut, du bist weg. Oh, Alter. Ja, läuft schon einen eiskalten Rücken runter. Saugeiles Spiel. Habt da wirklich fein gemacht. Ah, oi, Kitte. Spinnen. Dich hatte ich gemutet. Nein, hatte ich nicht. Munition kann ich immer gebrauchen. Das ist schön, dass du mir die vorbeilieferst. Auslieferung. Oh, ja, ja, ja. Ja, packe ich auch erstmal hier rein. Weg ist weg. Und ja. Wenn ich dann die Konserve unten vorne stapp, dann kann ich ja mal wieder eine Salami bauen. So, und eigentlich und uneigentlich auch wollte ich ja hier lang. Er sagt mir, da geht's rein. Mein Logi-Logi, nein, da ist nix. Nachladen. So, nachladen. Gucken. Nichts. Und hier? Nichts. Nachladen. Hier ist auch nichts. Draußen geht die Sonne auf und ich bin jetzt auch verlaufen. Natürlich schön. Hab ich mal nichts dagegen. Hier ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Sackgasse! Naja. Dann geht es hier drüben weiter. Und nochmal. So. Hier ist nichts, hier ist nichts. Das sind die berühmten blauen Kisten, in denen immer noch nichts drin ist, aber ich muss nachgucken. Das ist ein Lüftungsschacht und... Oh! Ihr habt's aber heute mit den Drohnen, oder? Die ist auch schon da. Ui, so nah. Und Dankeschön fürs Bescheid sagen. Oh, mit einer Rakete. Ja!
Hui. Und noch eine Freihauslieferung. Geht mal her hier. Dann bringe ich das auch gleich wieder weg. Ne, packen wir es mal hier rein. Damit das deckt. Ah, vielleicht komme ich dann doch noch ein bisschen weiter oben. Ist noch eine Spinni. Mal hier ein bisschen zügig vorankommen. Und hier reinhoppen. Und, ne, das. Hier ging es weiter, nicht? Ja. Dann komme ich hier durch. Ja, und das ist... Was bist denn du eigentlich? Wenn man übrigens auf das Reparaturtool geht, sieht man, was es ist. Gehärteter Stahl komme ich so nicht durch. Dann klunk. Damit komme ich durch. Vielleicht nicht beim ersten. Wollen wir mal gleich sehen. Könnt ihr schon mal eine Pistole in die Hand nehmen? Ah, was? Ah, 67 von. Gut. Dann packen wir den zweiten dran. Nee. So. Nur wieder Pistole in die Hand. Nicht, dass hier noch was kommt. Ja, ne? Okay, hier ist wenigstens was drunter. Dann kann ich dann hier immer raus. Hier unten ist mir das ein bisschen zu seltsam. Nicht, dass ich hier dann abrutsche und immer wieder rein. Falle? Was? Ist hier noch was? Nein, das ist die alte Raketendrohne. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann! Dann probieren wir das mal mit der Pistole. Logi, logi. Oh, noch ein Fahrstuhl. Ein Magazin nur. Na dann. Nehme ich trotzdem erstmal diese Jennige wieder in die Hand. Und dann geht's mal abwärts. Wo geht's raus? Wo geht's raus? Igitt. Ich hab's geahnt. Oh. Er passt nicht durch? Das ist aber. Schade, schade, schade. Ihr guckt wieder draußen. Das ist nicht euer Ernst, oder? Wie viel geht denn hier rein? Ich könnte natürlich probieren. Könnte ich nicht probieren? Wieso nicht? Kann ich nicht. Kann ich so rum? Kann ich auch nicht. Ach man. Nichts weiter. Oh. Ja, ja, ja. Und das raschelt immer noch. Alter Schwede. Noch ein Fahrstuhl. Wie soll ich... Oh. Der eine ging runter, der andere geht hoch. What? Erstmal alles nachladen. Das sieht bekannt aus. Bin ich da richtig? Jetzt hier runter und hier waren wir.
Links ist der Ausgang. Das sieht bekannt aus. Das ist schon mal hier oben lang und da unten raus. Das heißt, wir machen dann... Ne, hier schieße ich noch nicht frei. Oder schieße ich hier frei, damit ich sehe, wo sie... Nein, mache ich nicht. Also geht es dann hier rum, hier runter und geht dann dort weiter. Schönes Ding. Aber aus dem Augenwinkel sehe ich schon wieder, ich muss zurück zum Chevy. Und zum Abmoderieren gehe ich hier garantiert raus. Das gebe ich mir da drinnen nicht mit dem ganzen Gequetsche. Ist schon ganz schön heftig. Aber immerhin, und den ersten Spaß hatten wir. Und jetzt will die Spinne ihren Spaß mit mir haben. Na, komm hier, komm. Ja. Den Spaß habe ich mit dir erstmal. Nachladen. Zurück auskippen. Da schmeißen wir erstmal alles schön hier wieder rein. In die Frachtbox. Ach, da gibt es auch schön Leckeres zu fressen. Was raschelt hier noch? Na, das sind nur normale Raptoren. Jo, dann ich bedanke mich für eure Geduld. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder von meinem, unserem Let's Play Empyreon Galactic Survival. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski!